sofort weiter mit dem zweiten Türchen. Und zwar fange ich erstmal an mit dem Gewinner vom letzten Mal. Da konnte ja ein Patch von mir gewinnen und dazu noch ein Bigardi-Patch in den Farben entweder in Schwarz, Oliv oder in Tan. Und der Gewinner von diesem ersten Türchen ist Dryfactor. Hashtag QS im Adventskalender 2017. Ich will unbedingt die Patches gewinnen, da sie perfekt zu meinem Loadout passen und ich auf den QS of Patch richtig gehyped war, dieser dann schon ausverkauft war. Liebe Grüße, Dryfactor, PS, keep up the good work, buddy. Erstmal danke dafür. Das haben komischerweise viele geschrieben, dass die Patches nicht zur Verfügung waren. Die sind weiterhin verfügbar auf meiner Website. Da müsst ihr natürlich dann kaufen auf der Shop-Seite. Solltet ihr Probleme haben mit dem Shop oder mit der Seite, was weiß ich, dann schreibt das bitte kurz Lukas. Denn natürlich, wenn das keiner schreibt, dass was nicht geht, können wir es nicht beheben, den Fehler. Also nochmal an Dryfactor, jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich, um den Gewinn zu bestätigen. Schau in die Kommentare jetzt. Da wirst du meinen Kommentar sehen, der ist angepinnt. Da wird etwas stehen wie: Dryfactor, bitte kommentiere drunter, um deinen Gewinn zu bestätigen. Dort antwortest du darunter und schreibst dann darunter, welche Farbe du von den Patches haben möchtest. Wie gesagt, den Q-Store-Patch bekommst du halt und dann bekommst du entweder den in Oliv oder den in Tan oder den in Schwarz noch dazu. Da kannst du dir die Farbe aussuchen. Von daher schreib einmal, das ist ganz wichtig, schreib bis zum nächsten Video, also ca. 20 Stunden hast du Zeit, schreib es darunter, welche Farbe du haben möchtest von den drei Patches und am besten noch deine E-Mail, wie ich dich kontaktieren kann, wegen Adresse und so weiter. Ja, dann machen wir weiter mit dem zweiten Türchen. Im zweiten Türchen könnt ihr gewinnen meine Kugeln. Diese Kugeln, die benutze ich selber und das sind die besten Kugeln, die ich bislang jemals in 16 verschossen habe. Sie fliegen am weitesten von allen Kugeln, die ich bislang hatte und ebenfalls sie sind die Konstanten, also sie springen nicht weg so stark auf den letzten Metern, sie fliegen genau gleich weit, das sind wirklich die besten Kugeln, die ich je hatte. Der Durchmesser ist bei jeder exakt 5,95 mm, passen also auch durch Tuningläufe durch und ich finde, das sind die besten Kugeln, die ich bislang je hatte, zumal auch das Einführen sehr leicht mit diesem normalen Flaschenverschluss, dann gehen nicht so viele Kugeln daneben. Ja, das könnt ihr gewinnen, wie könnt ihr das gewinnen, ganz einfach. Schritt 1, seid Abonnent. Schritt 2, schreibt den Hashtag. Diesen hier, schreibt den in die Kommentare und dahinter einen guten Grund, warum ich das genau an euch schicken soll. Ja, das war's dann im zweiten Türchen. Der Gewinner wird dann morgen im dritten Türchen, wie gesagt. Dann bis morgen.